Also wenn man mit Wandfarbe gearbeitet hat und die dann wieder zumacht, der Eimerfarbe nicht ganz leer ist und dann beim nächsten Mal aufmachen, ergibt sich so ein weißer, harter Farbrand oben. Wenn man den so abkratzt, so von der Konsistenz und vom Geschmack her, das ist ungefähr dieser Käse, finde ich. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Joscha, das ist der Julian. Hallo. Hallo. Wir haben schon mal ein Video zusammen gemacht, ne? Ja, das eine oder andere. Das erste. Auf YouTube. Nee, Entschuldigung, das zweite auf YouTube. Da haben wir auf ein Video reagiert von Quarks. Richtig. So, jedenfalls bist du nochmal heute hier, weil du mir Käse mitgebracht hast, vegan. Ja, ich habe dir einen mitgebracht und 10 hattest du schon im Kühlschrank. Ja. Ich wollte einfach veganen Käse testen, weil ich weiß, dass das eins der Themen ist, die, glaube ich, für die meisten am schwierigsten sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, selber finde, und ich glaube du auch wahrscheinlich, dass Käse so ziemlich das Schwierigste ist, zu ersetzen, aber auch davon wegzukommen. Vielleicht aber auch beides. Ja, also ist für viele auf jeden Fall so das letzte Steckenpferd, wo man sagt, ne, ich könnte ja niemals vegan sein, weil Käse ist so lecker. Das war jetzt aber sehr herablassend. Nee, das war so, wie die Leute das sagen. Dramatisch. Aber es gibt ja veganen Käse mittlerweile. Ach so, was ich noch sagen wollte, bevor ich es jetzt komplett vergesse. Nehmt euch wie immer ein Kalt- oder Warmgetränk eurer Wahl, wenn ihr möchtet. Lehnt euch zurück, genießt das Video. Heute wird veganer Käse getestet. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei YouTube und bei Instagram vorbeischaut. Bei ihm, bei mir, bei uns, überall, wo ihr wollt, wenn ihr Lust habt. Abo, Kommentar, alles. Muss aber nicht. Keine Ahnung. Ich hole jetzt mal den Käse. Mach mal. Es geht heute, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, um Scheibenkäse. Nicht um irgendwie so eine Camembert, Gouda und so. Gibt's ja auch alles mittlerweile so zum Cashew, irgendwas. Wie heißt denn das? Dieser Schimmelkäse, dieser Blauschimmelkäse. Ey, aber hier, es geht heute was. Wir testen jetzt Käsescheiben, Schäbenkäse. Und wir riechen dran, wir packen das an, wir probieren es und wir bewerten es. Brauchen wir Messer und Gabel oder so? Nein. Was wir mit Menschen nicht machen sollten, machen wir heute mit dem Käse. Es wird objektifiziert und bewertet. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich finde, dass die Konsistenz richtig scheiße aussieht. Weil der bricht einfach durch. Also der ist eher wie so... Ich weiß jetzt gar nicht, wie das schmeckt. Ich weiß nicht, inwieweit ihr an meinem Gesicht schon erkennt, wie ich den finde, aber ich würde es zusammenfassen mit wirklich nicht so gut. Also wenn man mit Wandfarbe gearbeitet hat und die dann wieder zumacht, der Eimerfarbe nicht ganz leer ist und dann beim nächsten Mal aufmachen, ergibt sich so ein weißer, harter Farbrand oben. Wenn man den so abkratzt, so von der Konsistenz und vom Geschmack her, das ist ungefähr dieser Käse, finde ich. Ich frage mich tatsächlich gerade, wann du das jetzt, warum du Wandfarbe probiert hast. Oder hast du Wandfarbe probiert und bist dann vegan geworden? Ja. Oder bist du aufgrund des B12-Mangels an so einen Zustand gekommen, dass du dachtest, es ist sinnvoll, Wandfarbe zu machen? Wandfarbe, super B12-Lieferant. Trust me, Bro. Ich würde dem eine 3 von 10 geben. Ich finde den als Scheibenkäse nicht sonderlich gut. Ich finde auch nicht mal, dass der in irgendeiner Form nach irgendwas intensiv schmeckt. Nee, was soll es denn sein? Soll das? Nee, Naturmilch. Es soll keine Mozzarella sein. Ich finde den auch nicht toll. Wie gesagt, dieses wandfarbenmäßige im Geruch her und so. Konsistenz ist nicht toll, Geschmack ist nicht toll. 3 ist okay. Weil man kann es essen trotz allem. Ja, man kann es essen. Ich weiß auch nicht zum Beispiel, wie das Schmelzverhalten jetzt wäre. Ne? Keine Ahnung. Ist jetzt aber heute nicht Thema. Okay. Heute ist Scheibenkäse. Heute ist Scheibenkäse dran. Nicht so. Schmelzkäse. Ich bin sehr gespannt. Kennst du die Marke? Ja. Die finde ich auch gut. Die hat einige gute Sachen. Jetzt testen wir den Violife Cheddar-Geschmackscheiben. 100% vegan. Violife Cheddar-Geschmack. Also, Konsistenz hier. Oh, oh. Oh, Geruch mag ich. Boah, ja. Der Geruch ist krass. Der ist intensiv. Boah, der aber ist richtig käsig. Nicht chemisch, sehr käsig, ja. Konsistenz ist so ein bisschen so, also ich finde mal so, man sollte Käse, ich habe den immer gerollt. Ohne, dass er bricht, ne? Ja. Geht nicht ganz. Richtig, ja. Aber andeutungsweise. Viel besser als bei dem letzten. Danke. Aber Cheddar war für mich nie ein Thema, auch als ich jetzt noch nicht vegan war. Vielleicht sollten wir den auch mit Brotscheiben essen. Nee. Hier ist die unverfälschte Wahrheit. Hm. Ich finde ihn gut. Lecker. Ja. Ich muss auch sagen, je mehr man davon isst, desto besser wird er. Hier, iss mal mehr. Ich bin ja auch nicht zu viel, ey. Wir müssen auch echt viel testen. Ja, den kann man richtig gut essen. Ich habe jetzt leider nicht so den Vergleich zu richtigen Cheddar. Ich glaube, der soll noch intensiver oder wird noch intensiver schmecken. Und die Konsistenz ist auch anders. Mhm. Der ist schon noch ein bisschen so fest. Aber hier wird ja schon beworben mit, dass er auf dem Burger so ein bisschen anschmilzt. Mhm. Ich finde den lecker, kann man gut essen. Also ich muss sagen, ich würde dem tatsächlich, ich finde den richtig lecker. Ich würde dem 7,5 von 10 geben. Ich würde 7 sagen, ja. Also wir sind nah beieinander. Hm. Gut. Nächster. Ich muss ja sagen, was das angeht, sind die Bio-Sachen oft scheiße. Ja, weil die verzichten auf Aromen und solche Sachen. Die brauchst du halt, um wirklich einen Käsegeschmack meistens zu kriegen. Richtig. Vegane Bio-Genussscheiben würzig aus Frühgesöl-Basis von Veggie Friends. Der Name ist auf jeden Fall super kreativ. Wir sind auch Veggie Friends, oder? Ohne Zusatz von Soja. Ich weiß immer nicht, warum das, vielleicht weil viele doch Soja auch nicht vertragen. Ja, oder weil dieses Klischee, dass es aus dem Regenwald kommt. Oh, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Zeig her, zeig her. Nein, ich möchte einmal... Ich rieche es bis hier. Das ist schon krass.
Es riecht halt... Was? Es riecht halt, als haben die sich vertan. Das riecht geräuchert ohne Ende. Es riecht einfach wie Räucherwurst. Räucheraal oder irgendwie sowas. Hä? Das ist Räucheraal. Naja, aber, oh mein Gott, das ist Räucheraal. Aber es ist ja schon würzig, schreiben Sie drauf. Ja gut, aber würzig ist nicht geräucherter Fisch. Entschuldigen Sie bitte. Dann kann ich auch sagen, zwischen meinem Schritt riecht es würzig. Ist auch eine Genussscheibe zwischen deinem Schritt. Nee, ist eine Genusswurst. Okay. Das ist halt echt wie eine Wurst mit einer ganz komischen Konsistenz. Oh, i. Oh, der hat echt so ein bisschen Gülle-Nachgeschmack. Nee? Oh nee, also... Ich finde, der hat einen fäkalen Nachgeschmack. Okay, boah, jetzt ist es richtig eklig, dass du es gerade gesagt hast. Oh, ich muss sagen, ich mag den wirklich nicht. Nee, ganz schlimm. Der schmeckt halt geräuchert. Und ich finde, das Problem ist, das Raucharoma ist so ein bisschen sehr dominant und dadurch schmeckt es am Ende einfach rauchig im Abgang. Aber ich glaube, bleibt halt kleben. Es ist nicht nur rauchig im Abgang, das ist auch echt eklig. Am Ende dieses Videos gibt es ein Gewinnspiel. Es gibt geöffnete Packung Käse zu verlosen. Den hier an erster Stelle. Ihr müsst einfach nur Hashtag Güllenkäse in die Kommentare schreiben und eine glückliche Person von euch bekommt dann diesen Güllenkäse. Ja, was möchtest du noch? Nee, vielen Dank, das darfst du gerne essen. Möchtest du dir noch? Hier wird nichts weggeschmissen. 1,5. Ich gebe 2. Ich fand es, glaube ich, ein bisschen weniger schlimmer als du, einfach vom Gefühl her. Also ich glaube, es... Boah, könnt ihr. Ich glaube, es kann auch noch schlimmer sein, aber das war schon echt nichts. Das war's. Ich gebe 2,5, damit wir auf eine Runde 2 kommen von der Bewertung. So, von dem habe ich viel Gutes gehört. Der Wie Happy, pflanzliche Scheiben von, ich glaube, das ist die Edeka Eigenmarke, ne? Boah, weiß ich gar nicht. Die sind allgegenwärtig mittlerweile. Die gibt es ja auch bei Penny und so. Also stimmt, ja. Ich habe die auf jeden Fall bei Edeka gekauft. Mhm. Hast du die schon mal probiert? Ich glaube, ja. Ich glaube, die Konsistenz ist nicht so geil. Ich glaube, die brechen auch leicht. Ich glaube, mir wird jetzt schon ein bisschen schlecht. Boah, das ist halt echt alles pures Fett, was wir uns hier reinknallen. Ich rieche gar nichts. Nee, man riecht nichts. Das ist hier nicht so gut. Ich finde, die Nase isst mit. Die Nase isst mit. Hier, komm, wir wollen mal nicht übertreiben. Ich muss sagen, mir gefällt die Konsistenz tatsächlich bisher auch am besten. Also der ist zwar auch ein bisschen brechig, aber... Mhm. Also solange die Konsistenz nur brechig ist und nicht der Geschmack. Den finde ich sehr gut. Ich finde vor allem, dass der, das ist einfach wie ein milder Käse. Ja, sehr mild, sehr butterig, weich so. Aber den finde ich gut. Ich mag den. Aber ich will irgendwie mehr schmecken, aber da kommt irgendwie nichts so richtig. Aber ich finde trotzdem... Aber es ist okay, lässt sich aber lassen. Ich weiß gar nicht, wie intensiv diese Scheibenkäse immer geschmeckt haben, wenn man die auf Brot gegessen hat. Also wenn ich mir zwei davon draufballer... Mhm. Er hat so einen leichten Nachgeschmack, der mich ein bisschen stört. Vielleicht, weil er auch einem anderen Käse sehr ähnlich ist, den ich super gerne mag. Ja, ist auch aber wieder Gülle und Farbe dabei, oder? Nee. Nee, Gülle und Farbe ist es nicht. Okay. Ich glaube, ich gebe ihm eine 6. Dann gebe ich 6,5. Ich bin einen Ticken besser, finde ich den. Also ich finde den wirklich gut. Alright. Dann kommt jetzt eine Marke namens Beda Scheiben Classic, cremig mild. Boah, super unangenehm, Johannes, sorry. Das passiert mir nie. Reinschneiden bitte, drin lassen. Vor allem, für Johannes ist es unangenehm, für mich, der direkt neben dir sitzt, nicht, oder? Nee, das ist ein Insider. Tatsächlich, inzwischen fange ich fast jedes Video damit an, dass ich einmal rülpse. Und dann sage ich, es ist mir sehr unangenehm. Okay. Okay. Der riecht, ich sag, der riecht nach Butter. Oder? Ja, Butter, aber noch ein bisschen würziger, noch ein bisschen... Nee, ich finde, der riecht nach Butter, das sag ich. Also du kannst trotzdem eine Meinung dazu haben, dass er anders riecht, aber ich finde, er riecht nach Butter. Danke, dass ich eine Meinung haben darf. Ja, gerne. Es ist interessant, wie unterschiedlich die doch schmecken, dafür, dass die irgendwie alle gefühlt dieselbe... Alle mild und ja. Zur Konsistenz, er ist ein bisschen dünner und ein bisschen härter, finde ich, als die anderen. Ja, der ist auch ein bisschen intensiver als der letzte, also der von Wie Happy. Der hat ein bisschen intensiveren Geschmack. Ich muss aber sagen, ich könnte mir den auf Brot auch sehr gut vorstellen. Ja, kann ich auch. Ich finde, der schmeckt gut. Also ich würde dem eine 7 geben, tatsächlich. Ich finde den echt nicht schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet. Für mich ist es eine 6,5. Und da ist Calcium und B12 drin. Und wir alle wissen, ohne Calcium und B12 ist das Leben eines vegan lebenden Menschen nicht vorzustellen. Das wissen wir alle, Aljoscha. Danke, dass du es nochmal so eloquent gesagt hast. Okay, weiter geht's. Wir haben hier noch diesen, den hat Julian eben noch besorgt. Bäderscheiben Zicke. Wahrscheinlich einfach, weil es nicht Ziege heißen darf. Ich glaube, das soll so Feta-ähnlich sein. Die Scheiben sind komplett weiß. Auch bei Edeka gekauft. Also das ist auf jeden Fall ein Ziegenkäse-Imitat. Ja. Und farblich... Warte. Okay, wow. Der riecht wirklich nach der Farbe, die du beschrieben hast. Ja, ich wollte gerade sagen, farblich kommen wir jetzt an meine Wandfarbe. So stelle ich mir Wandfarbe vor vom Geruch. Ja. Ey, das verstehe ich gar nicht, dass der so riecht. Normalerweise, also Feta kriegt man doch inzwischen wirklich sehr gut hin. Ja, so. Aber ist Feta immer Ziege? Ist das nicht auch zum Teil Kuh? Schaf? Kuh, Schaf? Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal Ziege. Ist Feta immer Ziege? Ja, oder? Ich finde, er schmeckt ein bisschen besser, als er riecht.
Das ist so, als ob du sagst, ich finde, der Kot riecht. Ich finde aber, er riecht ein bisschen wie eine Mischung aus Swimmingpool und der aufblasbare Plastikdonut, der auf dem Swimmingpool schwimmt. Wenn man da dran so ein bisschen schon für Dinge probiert. Rumlutscht. Du weißt aber, dass die nicht zu diesen zum Draufsitzen, ne? Kann auch manchmal Gerüche mit Geschmäckern assoziieren. So, und wenn ich in einem Pool irgendwie auf so einer Luftmatratze rumhüpfe, so schmeckt der. Ja, mir fällt sehr schwer irgendwie, also ich kann das nicht ganz so bildlich wie du. Ich finde, der schmeckt nach sehr wenig und dann hat er einen komisch bitteren Nachgeschmack. Also mir schmeckt es wirklich wenig. Also diese Feta-Block-Imitate, die es zum Teil gibt, viel besser, viel intensiver, auch geschmacklich echt nah an Ziege oder Schaf oder dem Tier, was es eben sein soll, nah dran. Der hier schafft das irgendwie nicht. Nee, das kriege ich von mir eine 3 von 10. Ich finde den wirklich überhaupt nicht gut. Ja, ich würde eine 4 geben, weil ich finde ihn essbar, aber bleibt unter den Erwartungen. Ja, ich finde auch 3 ist essbar. Ich finde den halt nur wirklich sehr, sehr ungeil. Ja. Jetzt sind wir mal sehr gespannt. Das ist einer, den du schon kennst. Den hast du nämlich mitgebracht, schon geöffnet ja. Und hast ihn direkt auch schnabuliert. Der ist aus meinem Kühlschrank. Der liegt da seit Wochen drum, ist schon offen. Und weil ich jetzt nicht noch vor dem Video extra bei Ewe vorbeifahren wollte, habe ich den mitgebracht. Kann Ewe, sein, beste Wahl. Veganer Genießescheiben. Dass er sehr würzig ist. Der riecht auf jeden Fall sehr intensiv. Also es riecht sehr käsig. Das ist eigentlich mein Lieblingsscheibenkäse. Aber es ist interessant, jetzt mal einen Vergleich zu haben. Ja. Hm, interesting. Ich finde, der schmeckt tatsächlich sehr nach Butter. Ja, hat sehr dieses Butteraroma, ist sehr weich, der lässt sich auch, also der bricht nicht so leicht, diese Scheiben brechen nicht so leicht beim Rausziehen, also ist flexibel so ein bisschen. Fällt mir aber auch sehr gut. Lässt sich rollen. Mhm. Mag ich sehr gerne, ist mir ein Ticken zu butterig, ja. Aber ist halt trotzdem gut, also ist schwer zu sagen, das ist am Ende eine Frage der Präferenz. Ich müsste fair sein und dem jetzt eine 6,5 geben, weil ich glaube, ich habe dem anderen eine 7 gegeben, den fand ich besser. Kann jetzt sein, dass ich ein bisschen biased bin, weil das so mein Standardkäse ist, den ich zu Hause habe, aber für mich ist es eine 8. Nutri-Score E. Dann ist es eine 10 für mich. Ja, die trauen sich wenigstens den Nutri-Score abzubilden, die anderen machen das alle nicht. Liebe Leute, ohne Simply V wäre es wahrscheinlich nicht gegangen, ich bin sehr gespannt. Simply V, pflanzlicher Genuss, mildnussige Natur, Genießerscheiben mit Mandel. Du hast es drauf. Mildnussige Natur. Okay, so riecht mein Fuß, wenn ich den 4 Tage nicht wasche. Bei mir nach 2 Tagen. Ey, wir haben ja von draußen im Park gedreht. An einer Stelle wurde... War Kot auf dem Boden und so riecht es wirklich. Es ist wirklich kein halt, Witz. Oh nee, es riecht halt wirklich nicht, überhaupt nicht geil. Warum riecht das denn so? Was machen die denn? Der soll doch... Ist das nicht doch mild? Oh, was? Aber man schmeckt davon nichts, ne? Mhm. Cool. Es riecht nach Kot, aber es schmeckt nicht nach Kot. Ja, doch. Im Abgang? Mhm. Schmeckt und riecht auf jeden Fall nicht nach festem Kot. Ich lasse das einfach alles so stehen, liebe Leute. Ich werde nicht fragen oder kommentieren, warum. Aber gut. Warum ich so eine Scheiße labere. Ja. Komischerweise mag ich den Cringe. Nicht. Cringe. Ja. Ich mag den nicht. Ich weiß, wo viele sagen, so Simply V ist gut, aber ich glaube, die haben auch echt geile Sachen. Ich weiß auch, dass dieses Parmesan von denen und so, das soll richtig geil sein. Ich habe übrigens auch einen richtig geilen Parmesan entdeckt. Stelle ich euch auf jeden Fall mal vor auf Instagram. Mag ich nicht. Kann sein, dass er auf Brot, wenn man mit Avocado drauf und Granatapfelkern wie hier, dass es dann wieder funktioniert. Aber einzeln hat er eine ganz komische Note. Also der hat eine komische Note. Er schmeckt... Konsistenz ist okay. Die Konsistenz ist auch relativ fest. Also lässt sich auch nicht so richtig einrollen, aber jetzt auch nicht zu fest. Mhm. Und er hat halt nicht so einen krass käsigen Geschmack einfach, oder? Nee, es ist irgendwie weird. Von mir kriegt er eine 4,5. Also ich finde ihn nicht richtig schlecht, aber... Von mir eine 2. So schlecht? Mhm. Oh, so schlecht finde ich ihn tatsächlich. Ja, im Zusammenhang mit dem Geruch auf jeden Fall eine 2. Ja gut, der Geruch muss natürlich... Okay, von mir kriegt er eine 4. Letzter. Der letzte, hör mal. Wieder die Marke Violife. Gouda-Geschmacksscheiben. Ja, vorhin war Cheddar. Ich muss sagen... Oh. Das war's für diese Woche. Also ich muss sagen, ich bin sehr großer Violife-Fan. Sehr gut, ja. Ja, also, aber er riecht sehr butterig, ne, muss man sagen. Man riecht das Gaudrige, riecht man sofort. Das Gaudrige. Ja. Er ist relativ dick. Mhm. Und auch fest. Fest und bricht wahrscheinlich auch relativ schnell. Mhm. Obwohl es geht. Mhm. Ich habe meinen Favoriten, mein Favorit. Bin auch recht gut. Müsste vielleicht den Gelben nochmal probieren im Vergleich. Wir haben bei keinem Käse was dazu gesagt, ob die zu salzig sind oder so, ne? Mm-mm. Aber fand ich bisher auch nicht. Aber sind ja schon alle salzig. Ja, ja. Spielt ja eine große Rolle bei Käse. Käse ist immer echt viel Salz, deshalb findet man es ja auch so geil. Ganzen, also viele Alternativen. 2,3 Gramm. Nee, nicht nur die Alternativen, auch halt auch das Fleisch. Original. Ja. Stimmt. Fleischkäse. Nee, aber stimmt. Fleisch ist auch extrem gesalzen oft und enthält viel Salz, oder? Ist ja. Das nicht so? Nee, aber ich meine auch jetzt Kuhmilchkäse und so. Okay, das ist echt auch. Mit viel Salz, viel Fett. Das also, macht es halt so geil. Tatsächlich? Für die Geschmacksnerven. Ist das mein Gewinner? Und ich habe nicht damit gerechnet. Ich finde ihn auch sehr gut. Ich hätte gedacht, dass Simply V gewinnt. Der kriegt eine 8 von mir. Ich glaube von mir auch.
Weil für eine 10 könnte die Konsistenz noch ein bisschen sein. Genau, die Konsistenz ist bei keinem noch richtig da. Und ich weiß auch nicht, also wenn wir das jetzt auf dem Brot machen würden, ne? Und wir würden das einer Person auf der Straße geben und sagen, das ist ein neuer Käse. Meinst du, die würden das merken? Nee, oder? Glaube ich auch nicht. Klar, wenn man den auseinander nimmt und wenn man den in die Hand nimmt und so. Aber der Anspruch muss ja auch nicht unbedingt sein, dass es 1:1 genauso schmeckt. Also die meisten, die den Kanal jetzt gucken, wissen, es geht ja vor allem darum, dass wir eine leichtere Alternative finden, Menschen das Ganze zugänglicher zu machen, fairer auch zu machen. Leider ist es ja auch einfach immer noch deutlich teurer. Am Ende ist die Milchindustrie mit einer der brutalsten und schlimmsten. Deswegen, ich weiß, dass es super schwierig ist. Aber probiert euch da einfach durch. Ich glaube, es gibt auch noch mehr. Ja, ja. Es gibt auch noch verschiedene Sorten und so mit Pfeffer und keine Ahnung. Ja, ja. Auch Beda hat irgendwas mit Box von Klee, weil ich hasse Box von Klee. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal weggelassen. Aber ja, das war es auf jeden Fall. Was ich noch krass finde, 0 Gramm Proteine. Also normaler Käse hat ja Eiweiß ein bisschen, den kriegen sie hier offenbar nicht rein. Nee, weil es ja nur aus Kokosöl besteht. Ja. Es hat wirklich nur Fett. Danke, das hat Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, das hat euch auch geholfen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingskäse ist. Ich bin sehr gespannt. Und vielleicht auch, was ich als nächstes testen soll. Ich möchte ja gerne die Sachen testen, glaube ich, bei denen es Menschen am schwersten fällt. Und ich glaube, Käse ist somit die größte Hürde. Insofern, schreibt es in die Kommentare. Ich habe sämtliche Instagram-Profile, also 2, unten verlinkt. Guckt gerne vorbei. Fühlt euch gekonsensküsst. Tschüss. Tschüss.